Wir spielen heute Warhammer Quest Blackstone Fortress, das neueste Warhammer Quest-Spiel, das sich deutlich von all den anderen Warhammer Quest-Spielen, die es schon gibt, unterscheidet. Vor allen Dingen natürlich vom Original, aber auch von den zwei neuen, die erstens Warhammer Fantasy-Spiele sind, beziehungsweise Age of Sigmar, und zweitens regeltechnisch auch ein bisschen anders laufen als das hier. Wir sind jetzt bei Warhammer 40k angekommen und wir werfen einen ersten Blick rein. Wir werden vermutlich zwischendurch immer mal wieder in die Regeln gucken können, weil das tatsächlich wirklich live quasi für uns die erste Runde ist. Wir haben nicht gemogelt und schon vorgetestet oder anders gesagt, wir haben uns nicht die Zeit genommen, es vorher schon mal zu spielen. Das heißt, wir werden jetzt uns da durchstolpern und gucken, wie gut man einfach vom Fleck weg mit einmal reinschauen das Ganze ausprobieren kann. Wir haben nach den Anleitungen aufgebaut, was wir brauchen. Wir haben vier Erkunder ausgewählt, die in die namensgebende Blackstone Fortress vordringen. Und wir haben tatsächlich auch vier Spieler. Man kann das Spiel mit einer bis fünf Personen spielen. Das heißt, man kann auch selber gegen die KI vorgehen. Aber es werden dann immer fünf Figuren losziehen in die Blackstone Fortress, damit das Balancing gleich bleibt. Und je nachdem, wie viele Leute es sind, werden die dann unterschiedlich verteilt. Jetzt werden sich vielleicht ein paar Leute fragen, aber hier sind fünf Minis drauf. Das liegt daran, dass die Halblinge hier, beziehungsweise die Redlings, als eine Person zusammen gelten, also quasi. So. Die sind Zwillinge und die aktivieren immer gemeinsam. Die vier Spieler, das sind einmal Florian. Und der hat sich dafür entschieden, diesen großen Roboter zu spielen. Namens, der hat es auf seiner Schulter stehen, UR025. Und der ist garantiert imperiumstreu. Der hat so einen kleinen Aquila auf der Brust, der ist wahrscheinlich nicht gefährlich. Wie kann ich dienen? Vielen Dank. Dann, Anselm ist mit dabei und Anselm spielt. Ich spiele rein und raus. Die beiden Rattling-Zwillinge. Ich glaube, rein und raus bezieht sich darauf, möglichst schnell und unerkannt irgendwo reinzugehen und genauso schnell wieder rauszugehen und dabei möglichst viel Loot abzugreifen oder was auch immer die hauptsächlich machen. Genau, die Rattlings sind in der Lore von Warhammer 40k, sind das Menschen, die aber auf Planeten länger von anderen Menschen abgeschnitten waren und deswegen hat sich ihr Genpool verändert. Und sie sind leise, sie sind verstohlen, sie sind sehr gute Scharfschützen und sie essen gerne. Und deswegen hat einer von den beiden tatsächlich einen kleinen Kühlschrank hinten statt einem Rucksack. Und die haben Snacks in der Tasche und dergleichen dabei. Und sie arbeiten gut zusammen. Dann, Nico wird nicht nur hinter der Kamera aktiv sein, sondern zwischendurch auch mitspielen. Und er hat sich entschieden für... Für hinter dem Mikrofon zu sein und schlecht zu hören. Gut, dann sage ich es für dich. Du spielst Dayak Greg. Dayak Greg ist ein Crude und hast dich dafür entschieden, weil du Tau magst. Ja. Genau. Nico ist nämlich ein Freund der Fraktion des Sternenreichs der Tau und die Crude treten bei Warhammer 40k, wenn man das als Tabletop ganz normal spielt, vor allen Dingen als eine Vasallenspezies der Tau auf, auch wenn sie von der Lore her durchaus Söldner sind, die auch für andere Leute arbeiten können. Aber dem Sternenreich haben sie sich mehr oder weniger offiziell angeschlossen. Und ich, Mairi, ich habe mich für Espern Locano entschieden. Der ist ein Navigator, ein Angehöriger der Navis Nobilitae. Das heißt, er ist ein Mutant, aber einer von denen, die angesehen sind und wichtig für das Imperium, denn er hat ein drittes Auge auf der Stirn und damit kann er die Strömungen des Warp sehen, also der höllenartigen Parallelwelt, in der Dämonen und dergleichen rumhängen, aber die man auch benutzen muss, um schnell als das Licht reisen zu können. Ohne Navigatoren geht's nicht. Das ist so ein bisschen Dune-mäßig, nur nicht ganz so schlimm mutiert. Im Grunde eine Autobahn. Eine höllenartige Parallelwelt. Eine höllenartige Parallelwelt voll unfreundlicher, seltsamer Kreaturen. Also die A3 zum Feierabendverkehr. Genau. Ich würde eher sagen die A40, aber... Das hängt davon ab, wo man wohnt, welche für einen am schlimmsten ist. Ja, jeder hat seine, die Hölle sind die anderen auf der Autobahn. Die ganze Hintergrundgeschichte von Blackstone Fortress ist, diese Raumstationen, die namensgebenden, die Schwarzsteinfestungen, sind sehr, sehr alte Artefakte. Die sind älter als die menschliche Zivilisation, sie sind älter als die meisten intelligenten Spezies. Die Necrons und die Eldar haben mehr oder weniger zu der Zeit schon gelebt, als die Blackstone Fortresses gebaut wurden. Die stammen nämlich aus einem gigantischen Krieg zwischen den Alten und zwischen den Zetanen. Das ist die Spezies, die hinter den Necrons steht, die also quasi die dazu gebracht haben, erst zu Pseudo-Untoten zu werden. Und dementsprechend sind sie unglaublich mächtig und haben ans übernatürlich grenzende technologische Eigenschaften. Und sie sind auch sehr wichtig gewesen im Krieg zwischen Chaos und menschlichem Imperium. Und es ist frisch eine neue aufgetaut. Bisher kannte man 6, von denen 4 zerstört worden sind und 2 dem Chaos gehören, glaube ich. Und die 7., die gerade aufgetaut ist, ist jetzt natürlich für jeden interessant. Und deswegen wollen alle Leute da rein und nachschauen, was es da gibt. Und wer mehr über den Hintergrund wissen will, dafür gibt es tatsächlich dem Spiel beiliegend ein Hintergrundbändchen, das Informationen zu den Charakteren gibt, die man spielen kann, was genau das für eine Blackstone Fortress ist, wie das Universum zu dem Zeitpunkt gerade aussieht und warum es wichtig sein könnte, in das Ding einzudringen. Wichtig ist es, weil
Erstens, man möchte das Ding kontrollieren, aber wir sind vor allen Dingen da, weil wir wissen, dass irgendwo auf dieser Festung versteckt ein geheimer Schatz ist. Wahrscheinlich Archäotechnologie, also Technologie aus einer Zeit vor der Menschheit, die vermutlich alles übersteigt, was wir sonst zur Verfügung hätten. Und das gilt für nahezu alle Spezies. Und um diesen geheimen Vault öffnen zu können, müssen wir erstmal in die Blackstone Fortress rein. Wir müssen 4 Stützpunkte dort finden, für uns einnehmen. Und um die Stützpunkte erst ausfindig zu machen, müssen wir einfach mehr oder weniger ziellos durch die Blackstone Fortress reisen und nach Hinweisen suchen. Hm. Und das werden wir tun, indem wir diesen vorbereiteten 4 Karten dicken Forschungsstapel durcharbeiten. Da sind entweder Ereignisse drin, die nach verschiedensten Mechanismen abgehandelt werden, oder Kämpfe, in die wir mit eingezogen werden. Und wir bewegen uns durch die Blackstone Fortress mit diesen 3 Hexfeldern. Das ist ein Maglift. Die Dinger können sich extrem schnell durch die gigantische Raumstation bewegen, aber wenn sie erstmal am Ziel angekommen sind, dann müssen sie erstmal 12 Stunden wieder aufladen, so ungefähr. Hm. Das heißt, immer wenn wir mit dem Ding irgendwo landen und kämpfen müssen, können wir nicht auf demselben Weg wieder raus, sondern wir müssen an eine andere Stelle gehen und dort einen neuen Lift anfordern. Das heißt, wir müssen immer zumindest durch ein Gelände durchgehen. So weit, so gut. Habt ihr Fragen? Habt ihr euch eure Karten angeschaut? Ich habe mir rein und raus angeschaut. Da sind Symbole, da sind Buchstaben. Das wird sich mir alles bestimmt erschließen, wenn wir anfangen zu spielen. Die Symbole korrespondieren in erster Linie mit den Würfeln, die wir hier haben. Die lila Dreiecke stehen für diese fliederfarbenen, achtseitigen Würfel. Die Fliederfarben. Ja. Nichts passt besser zu. Zu Warhammer 40k als Flieder oder dieses zarte Blebeblau-Türkis. Da gibt es sicherlich ein besseres Wort für. Damit überhaupt nicht die Gefahr besteht, solche Würfel schon haben zu können. Wasserhimmel. Im Grunde, ja. Und dann gibt es noch diese mattgrauen, sechsseitigen Würfel. Und die werden wir benutzen, um anzugreifen und verschiedene Proben abzulegen. Dann liegt noch bei ein schwarzer 20-seitiger Würfel, mit dem wir bestimmen, ob wir bestimmte Zufallsereignisse bestimmen und ob wir Punkte sammeln durch das Töten von Feinden. Das ist quasi der Würfel, mit dem wir bestimmen, ob wir Erfahrung bekommen, auch wenn das hier Inspiration heißt. Ich würde sagen, wir können einfach mal loslegen. Hier ist die Blackstone Fortress mit Markern, Erforschungskarten und Entdeckungskarten, die wir alle brauchen werden. Da sind unglaublich viele Marker für Wunden, die wir in einem Stapel schon mal dahin gepackt haben und die wir auch garantiert brauchen werden. Und wir haben 4 Raumschiffe, die angedockt sind. Es gibt nämlich an der Blackstone Fortress quasi eine kleine drangebaute Siedlung, die für solche Glücksritte wie uns gedacht ist. Das ist Abgrund. Und da sind 4 Raumschiffe dran, die wir benutzen können. Jedes von diesen Raumschiffen hat eine Eigenschaft, die es uns als Beistand zur Verfügung stellt. Und wenn wir von einer Expedition zurückkommen, können wir die Dinger umdrehen und dann haben sie eine Anlage und dann können wir das für Erholung, Rekreationszeit, nenne ich es mal, verwenden. So. Ich bin jetzt erstmal der Anführer. Das wechselt dann zwischendurch. Ja, das ist ein Scanner. Das wechselt zwischendurch immer wieder. Aber es wird einfach entschieden, wenn man sich nicht einigen kann und wir haben gar nicht erst darüber diskutiert, ist es derjenige, dem das Spiel gehört. Bam. Und das ist vielleicht auch sinnig, weil ich diejenige bin, die die Regeln gelesen hat. Wir legen also los. Stellt euch vor, diese kleine Gruppe sehr unterschiedlicher Leute hat sich zusammengefunden in Abgrund. Sie haben alle vor, in die Blackstone Fortress vorzudringen und ihr Archäotech zu entreißen und Hinweise zu finden, wo es weitergehen könnte, wo verschiedene Stützpunkte verteilt sind in dieser gigantischen Raumstation und wie man vielleicht weiterkommt. Wir sind durchaus sehr unterschiedlich und haben vermutlich auch andere unterschiedliche Gründe, daran vorzudringen, aber wir haben uns zusammengetan, weil dann vielleicht weniger von uns sterben. Es werden durchaus welche von uns sterben, dann kann man im Laufe der Kampagne halt andere Charaktere reinwechseln. Wenn ein Charakter tatsächlich stirbt, ist er tot und kann auch nicht mehr verwendet werden im Rahmen der Kampagne. Wir finden also einen benutzbaren Maglift, der genügend Energie hat, aktivieren ihn und reisen zu einem vielversprechenden Ort irgendwo in dieser riesigen Raumstation. Und das tun wir, indem wir eine Erforschungskarte nehmen und ausspielen. Und es ist ein Kampf. Und es ist sogar ein Überfall. Das heißt, wir sind irgendwo ausgestiegen, haben erstmal nichts gefunden, laufen durch die Gegend und dann kommen auf einmal Gegner auf uns zu. Wie es immer so passiert. Ja. Die Karte zeigt uns jetzt an, aus welchen Bestandteilen wir das Schlachtfeld zusammenbauen und wo was davon belegt ist, zum Beispiel mit Feinden oder mit Ereignissen.
So, was haben wir denn hier? Ich muss dann gleich was machen, bevor es losgeht. Du musst gleich was machen, bevor es losgeht. Du hast eine besondere Fähigkeit. Fährtenleser. Du bist Fährtenleser. Ja, natürlich bist du Fährtenleser. Du bist ja crude. Ja, ich glaube, das sieht so richtig aus. Nö, nö. Da, ja, du kannst gerne die andere Seite mit aufbauen. Ja. Ja. Such mal eine Bibliothek. Nein, das ist nicht Willen des Wahnsinns. Ja, es gibt, das ist das Tollste, ne? Dass es zwei Bibliotheksfelder gibt. Ja. Ah, so macht das mehr Sinn. Nee. Wer bitte baut in den Hexfeldern? Das sind schon die uralte, verloren gegangene Spezies, die die Blackstone Fortresses angelegt hat. Die haben in Hexfeldern gebaut. Bauen auch in Hexfeldern. Sind das vielleicht dieselben? Du, ein Crossover. Die bauen ihre Kraftfelder aus Hexfeldern. Jetzt kommen Portale dran. Das sind Orte, an denen neue Truppen dazustoßen von den Feinden. Und das wird kontinuierlich passieren. Das heißt, man gewinnt die Kämpfe hier nicht, indem man alles klärt sozusagen, in erster Regel, soweit ich das verstanden habe. Wir werden das mal auf den jetzt zum Test stellen. Sondern indem man schaut, was man alles rausholen kann, Dinge einsammeln, Artefakte und dergleichen. Und dann zu einem dieser Portale geht, denn dort können wir auch einen neuen Maglift rufen. Mhm. Und jetzt können wir uns auf diesen Feldern hier aufstellen. Ja. Ich kann den Loot riechen, er ist hier. Ah, warte, genau, ich muss noch die Begegnungsmarker. Da sind jetzt vier Stück. Hier ist eine. Du bist gut. Da ist eine. Ich frage mich, ob es irgendwann so ein Spiel gibt, das ohne Marker auskommt. Nein. Wenn diese Hologramm-Spieltisch-Technologie sich durchsetzt. Mann, wird das schön. Werden wir nur noch Steam-Codes für Brettspiele runterladen und uns wehmütig an die Zeit erinnern, wo wir Schachteln ins Regal gestellt haben. Oh, das gefällt mir nicht. Vielleicht kann man dann Steam-Codes in Schachteln kaufen. Ja, das gibt es ja auch schon bei Computerspielen. Wir hatten neulich die Überlegung, dass quasi so Kinderüberraschung oder sowas, das Problem daran ist, dann ist da ein Spielzeug drin, aber in der Regel wirft man das doch eh relativ bald weg. Aber was wäre, wenn es Überraschungseier für Erwachsene oder Leute wie uns gäbe, die jetzt vielleicht nicht erwachsen sind, aber alt, wo dann Codes drin sind für irgendwelche digitalen Goodies? Wo soll da ja Greg hin? Overwatch. Cool. So. Overwatch-Überraschungseier mit Skins drin. Wir haben jetzt tatsächlich keine Felder, die blockiert sind, wenn ich das richtig sehe. Da wären dann so violette Linien drauf, aber die weißen Linien bedeuten, dass es da Deckung gibt. Da kann man zwar drüber laufen, aber die geben einen Bonus, wenn eine Sichtlinie von jemandem, der auf euch schießen will, hindurchführt. Beziehungsweise für die Feinde andersrum auch. Das heißt, da kann man sich ein bisschen hinter verstecken und in Deckung gehen. Gut, jetzt müssen wir feststellen, gegen was kämpfen wir hier eigentlich, beziehungsweise was passiert da eigentlich. Und dafür haben wir hier einen Begegnungsstapel angelegt, in dem vier verschiedene Feindeinheiten auftauchen können. Weil es die erste Mission ist, ist das noch relativ beschränkt, da kommen nicht das ganz krasse Zeugs. Und wir haben als erstes Spindle Drones. Es erscheinen an Punkt 1 zwei Spindle Drones. Das ist die? Mhm. Und an Punkt 2 zwei Spindle Drones. Nein. Nicht. Nein, es erscheint, es ist die Karte Spindle Drones und sie ist an Slot 1, das heißt, es erscheinen zwei Spindle Drones. Das heißt, wir ziehen jetzt gleich noch eine Karte. Mhm. Oh mein Gott. Und es können auf einem Hexfeld drei mit den kleinen Basen, zwei mit den mittleren Basen und einer mit einer größeren Basis auftauchen. Mhm. Und die müssen erstmal anfangen, auf einem Gelände aufzutauchen, wo der Marker ist und danach gibt es weitere Regeln, an welche angrenzen. Soll ich die zwei aufdecken? Ja, deck mal die zwei auf. Was haben wir? Die zwei sind zwei Spindle Drones. Aha, ich hatte recht. Du hattest recht. Damit haben wir auch alle Spindle-Drone-Minis, die wir haben. Dann kommt hoffentlich jetzt nicht noch eine, zwei Spindle-Drones. Auf der 3 kommen drei Urghuls. Nee, die stimmt gar nicht. Verdunklung. Die Maximalreichweite aller Attacken beträgt drei Hexfelder. Ja, damit wird jetzt ausgelöst eine besondere Eigenschaft des Schlachtfelds.
Auf der Karte sind bis zu vier Slots, weil es bis zu vier Punkte geben kann, an denen was aktiviert wird. Und hier ist auf der Karte bei Slot 3 nicht eine weitere Begegnung mit Gegnern, sondern eine besondere Eigenheit des Schlachtfelds. Keine Attacke kann weiter als 3 Hexfelder reichen. Toll, das heißt, mein Scharfschützengewehr ist schon mal schlecht. Sind ja jetzt die Lampen ausgegangen, oder wie? Ja. Und jetzt haben wir noch 3 Negavolt-Cultists. Das sind die mit den lustigen Haaren. 3? Ja. 3 Negavolt-Cultists sind auf der 4. So. Und da passen 2 mit den mittleren Basen drauf auf das Hexfeld. Mhm. Und der nächste muss sich jetzt ein neues Hexfeld aussuchen und dann erscheint er auf einem, wo er in Deckung ist vor den Spielern. Das wäre sowohl hier als auch da gegeben, aber hier ist er noch gründlicher in Deckung, weil hier die weiße Linie entlang läuft. Das heißt, ich platziere ihn dorthin. Damit haben wir jetzt alle Gegner aufgestellt. Und jetzt bestimmen wir die Initiative. Es ist also nicht so wie bei den wie bei Silver Tower oder Shadows over Hammerhorn, dass man abwechselt alle Spieler, alle Gegner, sondern es wird jetzt herausgefunden, wann wer dran ist. Wer möchte mischen das Initiative-Deck? Jetzt kriegt jeder eine Karte, oder? Da sind wir schon alle drin vertreten, plus Ach die 4 so. Gegnergruppen. Sehen wir dann die Reihenfolge? Mhm. Oder ziehen wir einfach Wir ziehen die rein. Wir ziehen die Reihenfolge. Und als erstes sind dran Feindgruppe Nummer 4, dann kommt... Gefürchtete Feindgruppe 4. Dann kommt Espern, Locarno, das bin ich. Dann kommt die gefürchtete Feindgruppe Nummer 3. Mhm. Dann kommt die gefürchtete Feindgruppe Nummer 1. Dann kommt die gefürchtete Feindgruppe Nummer 2. So, jetzt waren, glaube ich, alle Feinde dran. Dann kommt Dayak Greg, der Fährtenleser. Dann kommt der imperiale Roboter und ich lasse mir also ganz schön viel Zeit... Ja, ihr betrachtet es erstmal. Wir können die 3 direkt wieder rausnehmen, weil der tatsächlich ja dort keine die anderen rücken auf. Gegnereinheit erschienen ist. So, jetzt können wir Folgendes machen. Wir können uns gegenseitig Deckungsfeuer geben, das heißt, 2 Spieler können miteinander die Position tauschen. Kann ich erstmal Nico sein Pfadfinder-Zeug machen? Bevor der erste Kampfzug beginnt, muss ich das machen. Ja. Mhm, aber wir können jetzt noch, das ist noch die Initiative-Phase. Ja, das hat nichts mit der Initiative. Okay. Wäre es vielleicht schlauer, wenn jemand anders als erstes handelt, statt des Psionikers? Also mir. Keine Ahnung. Da wir es noch nicht wissen, lassen wir es wohl so. Dann könnt ihr noch beschließen, dass ihr ein Wagnis eingehen wollt und schauen, ob ihr einer der Gegnergruppen ihre Initiative wegnehmen könnt. Dann müsst ihr eine Probe ablegen, wenn ihr das machen wollt, und dann dürft ihr mit einer Gruppe rechts oder links von euch tauschen. Aber dafür müsst ihr einen von euren Aktivierungswürfeln direkt ausgeben. Ja, da Florian und ich nur mit uns selbst tauschen können. So. Gut, dann würfeln wir jetzt alle unsere Aktivierungswürfel. Jeder davon hat 4. Das funktioniert tatsächlich so wie bei Shadows of Hammer und Silver Tower. Ich bin nur ein Lama-Robot. 4, 4, 5, 6. 6, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 4. 6, 6, 3. So, es werden aber auch, Entschuldigung, die Schicksalswürfel gewürfelt, das macht der Anführer. Es gibt 5 Schicksalswürfel. Alle, die, das ist perfekt. 5, 4. Alle, die doppelt wären, jeder Pasch wird entfernt, aber 1, 2, 4, 5, 6. Straße! Sie sind alle verfügbar. Keine Straße. Das heißt, jeder von uns kann für Aktionen auch welche von den Würfeln verwenden. Jeder darf bis zu 2 davon verwenden. Also hier gibt es nicht dieses System, dass welche weggelegt und damit gesperrt werden. Mhm. Wie bei den anderen Warhammer Quest-Spielen, sondern die stehen einem zur Verfügung, aber man darf jeweils nur 2 sich rauspicken. Das kann aber dann durchaus heißen, dass Person Nummer 3 nur noch einen hat und Person Nummer 4 geht leer aus. Gut. Wollen wir mal schauen, was jetzt passiert? Ich darf, bevor es losgeht, mich bewegen und eine Falle legen in der Reihenfolge. Mhm. Die hier sind gefährlicher aus als die beiden Hoshis da, oder? Ja. Bilde ich mir das ein? Da wir sie noch nicht kennen, ja aber ich finde, sie sehen irgendwie massiver, stärker aus und sind größer. Gut, ich habe Bewegung 3, ich darf also 3 Felder gehen, richtig? Mhm. Dann gehe ich 3 Felder. 1. Darf ich drauf gehen? Du darfst auch mal auf 2. Das Feld mit mir drauf gehen. Du 3. darfst durch Felder, wo Verbündete stehen, auf jeden Fall durchgehen. Du darfst nicht durch Felder durchgehen, wo Gegner stehen, und darfst auf keinem Feld enden, wenn du damit die maximale Belegungszahl eines Hexfelds überschreiten würdest. Mhm. Die maximale Belegungszahl ist 2 von den Normalgroßen oder ein Normalgroßer und die beiden Rattlinge. Wobei, nein, ich will die Falle hier hinlegen, deswegen gehe ich nur hier hin, dann lege ich hier eine Falle hin. Mhm. Dafür muss ich in diesem Modus keine Probe machen oder einen Würfel ausgeben. Und dann war es das schon mit meinem Fährtensuchen. Gut, dann aktiviert tatsächlich als erstes die Feindgruppe Nummer 4. Das sind die Negavolt-Kultisten. Wie heißen die? Das sind Negavolt-Kultisten. Nega mit A. Okay. Negavolt.
Das muss man deutlich aussprechen. So wie negativ. Das jetzt ist nicht der Bösewicht in einer rassistischen Version von Harry Potter. Hinten gibt es eine relativ umfangreiche KI-Tabelle, die hier drei verschiedene Zustände anzeigt, in denen sie sein kann und dann jeweils verteilt auf einen 20er Würfel, was passiert. Sie haben Sichtlinie zu einem Erforscher, es wird immer von der Mitte eines Hexfelds zu dem anderen geschaut, ob es nicht irgendwo entlang läuft, wo eine Sperre ist, aber das hier ist Deckung, keine wirkliche Sichtlinienversperrung, das heißt, es existiert eine Sichtlinie zum Erforscher. Sie sind nicht angrenzend an den Erforscher, das heißt, jede andere Situation gilt. 1W20. Wer möchte würfeln? Was die Negerwald-Kultisten machen? Okay. 14. Angreifen. Da steht überall angreifen. Nee, es könnte auch Stürmen oder Aufladen geben. Praktischerweise gibt es hier hinten eine Übersicht auf der Rückseite des Kampfregelwerks oder Regelbüchleins. Angreifen, sie bewegen sich auf den Helden zu, der am nächsten dran ist und versuchen ihn dann anzugreifen, wenn sie in Reichweite sind. Das bin ich. Ja, ich habe also für den hier ausgewürfelt, dass er angreift. Mhm. Darf sich drei Felder bewegen? Er darf sich drei Felder bewegen, weil er Bewegung drei hat. Er geht 1, 2 und läuft in deine Falle. Was passiert dann? Genau, das war der Plan. Er bekommt eine schwere Wunde. Sein Zug endet sofort. Bleibt er wird betäubt. Mhm, das heißt, er wird hingelegt. Und die Falle verschwindet. Gut. Das liegt aber im Weg rum, oder? Ja, also er ist da durchaus noch auf dem Feld. Das heißt, du kannst nicht durchlaufen, aber er ist erstmal betäubt. Das heißt, seine nächste Aktivierung wird einfach nur aufstehen. Dann der nächste. Der greift an, so eine Überraschung. Mhm. Der passt jetzt noch drauf. Der passt noch drauf, genau, es dürfen zwei ran. Und dann greift er dich jetzt auch an, weil er in Reichweite ist. Er ist Nahkämpfer, seine Reichweite ist 1 und er würfelt mit einem violetten Würfel. Würfel mal bitte. Dahin, genau. Ja. Du hast ja schon gewürfelt. Fehlschlag. Ja. Das ist jetzt ja okay. Der ist verwundet worden. Eigentlich hätte dann die Sonderregel Voltergeistfeld gezogen, aber es war niemand in Reichweite dafür. Wenn die verwundet werden, können sie die anderen aufladen, weil quasi Elektrizität von ihnen zu den anderen überspringt. Aber die Reichweite ist nicht 3. Aber die Reichweite war nicht 3, sondern nur aufs angrenzende Hexfeld. Der hat es jetzt verkackt. Nein, ich habe die Regeln jetzt zu Ende gelesen. Moment. Der würfelt einen W20 und es geht darum, die anderen würden ihn unterstützen, wenn sie in der Nähe sind. Der von der Falle erwischte? Mhm. Okay. Bei einer 20 oder mehr wird die Verwundung verhindert. Natürlich würfelst du eine 20. Natürlich. Ich habe eine coole Sache, die ich machen kann. Natürlich machst du sie mir kaputt. Du hättest auch würfeln können, aber er ist immer noch betäubt. Du hast mir das gar nicht angeboten. Ich habe mir gedacht, wie hoch sind die Chancen? Und dann habe ich mir gesagt, 5%. Ja, und genau die habe ich getroffen, Entschuldigung. Der würde jetzt auch noch gerne angreifen, aber der kommt nicht mehr hin. Also wir würfeln erstmal. 7 ist, glaube ich, tatsächlich auch ganz normal angreifen für ihn. Ja, die haben nicht viele Optionen. Und dann bleibt er da stehen. Er könnte aufladen, abwarten, angreifen oder stürmen. Mhm. Hm. Nicht so viele Optionen. Damit ist Feindgruppe 4 abgehandelt. Und Esperanto ist dran. Esperlocano ist dran. Übrigens, meine tolle Sonderregel wäre, ich könnte Schicksalswürfel, die verloren gegangen sind, einen davon wieder rüberziehen in den grünen Bereich. Aber es ist ja keiner verloren gegangen, das heißt, ich bin gerade nutzlos. Ich bleibe, glaube ich, da stehen, wo ich bin und schaue hiermit mit meinem dritten Auge an. Das ist gefährlich, tatsächlich. Und das geht auf 2 bis 3 Felder. Schub, schub, schub. Diese Deckung hier gilt nicht, weil sie an mich angrenzt. Ich stehe also auf dem Feld, wo die Deckungslinie dran ist. Dann kann ich drüber schauen. Sie würde gelten, wenn sie hier oder da wäre. Das heißt, ich kann ungefiltert einfach mal meine Maske hochklappen und die beide strafend ansehen. Ich verwende meinen Einserwürfel. Ich brauche tatsächlich nur 1+, um das zu verwenden. Krass. Und ja. Dann würfel ich jetzt einen zart blauen Würfel. Das ist gut, oder? Das ist sogar ein extremer Erfolg, ein kritischer Erfolg. Was haben die denn für Wunden? 2. Bei Gegnern bedeutet der würde jetzt einen von den roten Markern bekommen und bei Gegnern bedeutet das 3 Wunden. Das heißt, eine Drohne ist ausgeschaltet. Bei Gegnern heißt der gleiche Wundenmarker 3 Wunden.
Der rote in 3 Wunden und bei uns wird unterschieden. Aha. Damit werden die Würfelfelder weggelegt, ja. Also abgedeckt, wie ähnlich wie bei normalen Warhammer Quest. Genau. Ja. Und die weißen kann man leicht wieder heilen, die roten sind anstrengender. Mhm. Also die kann man nur in bestimmten Phasen heilen. Und dann schaue ich auch die zweite Drohne an. Ich habe einen normalen Erfolg. Das heißt, sie kriegt eine Wunde. Ich gucke nochmal. Und auch diese Drohne ist tot. Also bei 2 Wunden ist sie weg? Die hat nur 2 Wunden, ja. Okay. Und dann gehe ich da mal hin. Nächste Runde. Habe ich jetzt natürlich meine geile 6 verwendet. Dann wisst ihr was? Ich erkläre euch, wie ich die 6 jetzt weiter verwenden kann. Die wird jetzt sozusagen darunter geschubbelt und auf eine 5 gedreht. Und wenn ein Gegner in meinem Sichtfeld erscheint, also wenn mit einer Sichtlinie auf mich erscheint oder eine Aktion abgeschlossen hat, kann ich nochmal eine weitere Aktion ausführen. Das ist Deckungsfeuer. Das heißt, ich halte mich mal bereit und schaue, wie ihr euch schlagt in euren Runden oder was noch weiter passiert und kann im Notfall nochmal Leute streng mit meinem dritten Auge anschauen. Das heißt, ich beende meine Aktivierung. Ja, und die berühmt-berüchtigte Feindgruppe 1 ist am Zug. Nein, vorher wird noch überprüft, ob ich inspiriert werde dadurch, dass ich Leute zu Tode geguckt habe. Dafür nehmen wir den mit 20. Wir zählen die Wunden zusammen, die ich vom Feld geräumt habe. Das sind 2 pro Spindeldrohne, das heißt 4. Wenn ich mit dem W20 4 oder weniger würfle, werde ich inspiriert. Ist ein 16, passiert nichts. Das ist fast eine 4, uninspiriert. Ja, nur zum Quadrat. Okay, dann ist Feindgruppe 1 dran. Spindeldrohnen. Die Spindeldrohnen haben noch eine Sonderregel. Sie sind mehr oder weniger das Verteidigungssystem der Schwarzsteinfestung selber und die haben eine Gefahrenstufe. Das heißt, die werden immer alarmierter, je mehr passiert. Wir beginnen bei 0. Je höher die Gefahrenstufe steigt, desto krasser werden deren Waffen. Die werden also dann sozusagen in höheren Modus geschaltet. Mhm. Und ob das passiert, wird tatsächlich auch über die Aktivierungsmarker festgestellt. Spindeldrohne Nummer 1 hat entdeckt, dass da 2 kleine Leute unterwegs sind. Das findet die, glaube ich, gar nicht gut. Ich finde das auch nicht gut, dass sie das entdeckt hat. So, sie hat eine 19 gewürfelt. Das ist bestimmt schlecht. Sie ist versteckt. Nein, ist sie nicht. Sie hat eine Sichtlinie. Sie ist in Deckung. Aha. Sie ist aber auch nah dran. Aber wir nehmen die erste Spalte, die man erreicht, deren Bedingung gilt. Sie ist in Deckung, dann wird Kampflust aktiviert. Kampflust. Attacke gegen den nächsten sichtbaren Erforscher in Reichweite des Feindes. Das ist der Roboter. Danach Attacke gegen den nächsten sichtbaren Erforscher in Reichweite des Feindes. Dies und? Kann ein anderes Ziel sein, wenn der erste Erforscher ausgeschaltet wurde oder ein anderer Erforscher gleich nahe ist. Und kriege ich jetzt einen Angriff ab und dann kriegt meine andere Figur einen Angriff ab? Oder? Deine beiden Figuren kriegen die Angriffe alle gleich ab. Okay. Die teilen sich diesen Pool von 4 Würfeln und wenn die weg sind, sind sie weg. Also, die versucht auf dich zu schießen. Sie ist noch auf Gefahrenstufe 1. Nur bei einer 20 würde die Gefahrenstufe höher gestellt werden bei dieser. Ist sie nicht auf Stufe 0? Auf Stufe 0, entschuldige. So. Das heißt, sie ist 2 Felder von ihr entfernt. Sie würfelt einen grauen Würfel, um dich zu attackieren. Hey. Das wäre ein Treffer. Du bist jetzt aber nicht ein Feind, der einfach Treffer einstecken musste, sondern du bist ein Held. Das heißt, du kannst deinen Verteidigungswert würfeln, um zu schauen, ob du diese Wunde verhinderst. Ja. Tust du. Dir passiert nichts. Die zweite Drohne hat 8 gewürfelt in Deckung, Kampflust, dasselbe. Dafür ja 2-mal angreifen, Kampflust. Moment, nächster Angriff. Wäre sogar ein krasser Treffer, du kriegst eine schwere Verwundung. Nein. Du musst einen Würfel dafür weglegen. Nein, Würfel. Drohne Nummer 2 hat gewürfelt, dass sie auch Kampflust hat. Aha, abgewehrt. Dadurch wird, glaube ich, die schwere Verwundung zu einer normalen, aber ich kann das nochmal nachschauen, wie sich das miteinander vergleicht. Aha. Rein intuitiv würde ich sagen, sie hat 2 Schaden gemacht, ich habe 2 Schaden abgewehrt, soll 0 Schaden sein. Für mich auch so. Klingt intuitiv. Tatsächlich ist es aber, ein Dreieck ist eine normale Wunde, 2 Dreiecke sind eine heftige Wunde. Verteidigungswürfel. Kritischer Erfolg, die Verwundung oder schwere Verwundung wird verhindert. Also du hast sie tatsächlich abgewehrt. Dir passiert nichts damit. War das die erste Wurf oder die zweite? Das war der erste. Das war der erste, verstehe. Und der Schuss geht fehl. Das war Feindgruppe 1. Ja. Feindgruppe 2 berühmt-berüchtigt ist bereits entfernt worden. Daher Greg! Sollen wir die wegnehmen, die Feindgruppe 2? Das stimmt, eigentlich können wir die entfernen und den Rest aufrücken.
Ich weiß nicht genau, ob das jetzt tatsächlich so gedacht ist oder ob die da liegen bleibt, aber wir machen es jetzt einfach der Übersicht halber. Da ja, direkt. Warum heißt das Spiel eigentlich Blackstone Fortress, aber wir gehen von der Schwarzsteinfestung? Warum haben sie sich entschieden, dass sie das ausgerechnet jetzt übersetzen? Ich sage Schwarzsteinfestung. Ach so, das steht da nicht. Hier steht schon immer Blackstone Fortress drin. Du verwirrst mich. Entschuldigung. Und alle Zuschauer. Okay, ich kann dir jetzt hier volles Pfund aufs Maul ballern. Pistole und Langbüchse. Und zwar könnte ich nochmal eine Falle legen, aber das ergibt ja keinen Sinn. Wie läuft das denn? Darf ich mich bewegen? Ich darf schießen, eine ganze Reihe Standardaktionen ausführen. Ja. Es gibt eine ganze Reihe Standardaktionen wie bewegen, dafür brauchst du nur einen Würfel von einer 1. Mhm. Dinge erforschen, das geht aber in der Regel nur, wo so ein Marker liegt, es sei denn, du hast schon Inspirationspunkte gesammelt. Also am besten wäre es, ich schieße erst zweimal, dann bewege ich mich ein Feld weg und dann lege ich dann eine Falle hin, richtig? Ja, beziehungsweise schau mal, wie effektiv du bist beim Umbringen von denen und dann kannst du dich noch weiter entscheiden. Ich kann mit meiner Crude Langbüchsenklinge kann ich im Nahkampf zwei von den Dreiecken machen. Das mache ich mal den Vierer aus. Das sind zwei von den violetten Würfeln. Und das sind zwei Schaden. Zwei Treffer, die haben zwei Wunden. Das heißt, wir entfernen. Der liegt schon, wobei es wäre schlauer, den am Boden stehenden. Den aufrecht stehenden, genau. Ja. Aber es wäre cooler, auf den einzustechen, der am Boden liegt. Macht charaktermäßig. Das mache ich als nächstes. So. Schauen wir mal, ob die verhindert werden. Die haben ja dieses Voltergeistfeld. Ja, 11 und es wird 2 drauf addiert. 11, 12, 13, 14, 15. Für alle, die nachher stehen, ist immer noch keine 20. Ah, so läuft das. Deswegen tot. 20 oder mehr. Mhm. Alles klar. Dann haue ich nochmal auf den, der am Boden liegt. Mhm. Ja, so kennen wir dich. Wie es mir geraten wurde, das sind 3. Ich denke, das dürfte er nicht überleben, außer er 16, 17, 18. Knapp, okay. Reicht trotzdem nicht. So, und jetzt könnte ich noch mit meiner Langbüchse auf den da schießen. Damit kann ich aber nur mit einem blauen würfeln. Aber ein blauer ist, glaube ich, besser als... Ja, damit mache ich auf jeden Fall... Nee. Damit mache ich 50-50 Chance vielleicht irgendwas. Oder ich gehe ein Feld weg und lege hier noch eine... Du kannst auch so da noch eine Falle legen. Liegt da noch eine Falle? Ja, komm, das kann ich nicht. Wenn ich jetzt noch auf ihn schieße, dann kann ich die Falle nur... Ja, doch, ich kann sie da hinlegen. Ja, dann liegt da jetzt keine mehr. Klingt das ganz schön effektiv. Stimmt, das kann ich machen, das mache ich. Ich schieße auf ihn und es passiert nichts. Dieser Würfel ist weg und dann lege ich noch die Falle. Ich darf insgesamt nur 3 Fallen legen. Ja, es gibt nur 3 Marker. Ah, okay. Also es dürfen nur 3 Fallen gleichzeitig auf dem Feld sein. Nee, ich darf nur 3 legen. In jedem Kampf dürfen maximal 3 Fallenmarke gelegt werden. Okay. Auf die Verbrauchsseite drehen, wenn er benutzt wurde, und dann wird er nicht nochmal eingesetzt. Also, gib ihn mir. Merker zu dir, oder? Ja. Aber er hat keine Verbrauchsseite, oder? Nein. Vielleicht habe ich eine Verbrauchsseite. Doch, hier. Das ist ja völlig... Ist ja egal. Völlig offensichtlich. Lass uns mal eine Richtung, in die diese Platten gestanzt werden. Das heißt, da, wo es abgerundet ist, ist oben. Da, wo nicht abgerundet ist, ist unten. Du weißt schon, wie das läuft, ja. Okay. Mich nervt das auch, dass unsere Karten auf der... Etwas gebogen nicht, sind, auf, ja. Auf der nicht... um dich zu motivieren, Ball zu steigen. Daher von Greg. Unten abgetrennten Seite. Bedingt fertig. UR025. Imperialer Roboter. Steht zu Diensten. Aktiviere Blitzfähigkeit. Ich nehme die 4 aus dem Pool. Dann darf ich nämlich 2 Felder laufen. Oh, stimmt, da ist ganz schön viel im Pool. Wann würfel ich Inspiration? Oh, du würdest jetzt Inspiration würfeln. Am Ende meines Zuges. Ja, wenn du 4 oder weniger würfelst, bist du inspiriert. Und bei dir ist eine Besonderheit. Moment, das verdoppelt sich bei mir. Ja. Der Wundenwert aller Feinde, die wären... Dann 8 oder weniger. 8 oder weniger. Nö, aber knapp. Knapp. Ja, Crudes sind nämlich ganz schön fiese Viecher, vor allen Dingen im Nahkampf. Die essen ihre Feinde. Dafür habe ich keine Agenda. Gut, ich würde mich mal über die zwei... Ja, Rattlinge stellen. Da passe ich ja noch mit drauf. Mhm. Ja. Aber du musst dich das ist eine Bewegung. Dafür habe ich die 4 ausgegeben. Also das macht meine Blitzfähigkeit und darf ich mich 2 Felder bewegen. Ah, okay. Sonderfähigkeit. Und dann benutze ich diese 6. Schieß nicht so. Und schieße 3-mal auf die Drohne. Weil damit tue ich das Sturmgewehr aktivieren und das, wenn ich eine 6 aktiviere, darf ich 3-mal auf die schießen. Am ersten Mal nichts. Kritisch. Und das kriegt die andere Drohne nichts. Dann mache ich dasselbe Spielchen nochmal. Aber schön, wie du die Köpfe der beiden komischen Halblinge
eine. Nichts. Nichts. Eine. Noch eine. Gutes Pferd springt nur so weit es muss. Mann, worauf schieße ich denn? Das ist nur noch eine. Jo. Wisst ihr was? Ich kann mein Deckungsfeuer noch verwenden. Hast du was vergessen? Nee, das hast du ja gesagt, dass du es machen kannst. Ja, okay. Den Würfel, den ich hier habe. Noch auf den einen. Ich müsste nachschauen, ob ich auf jeden schießen darf oder nur auf einen, der seine Aktion gerade beendet hat. Vielleicht kann Flo so lange noch seine dritte Aktion machen. Mhm. Ja. Oder auch nicht. Wir müssen ja diese... Wir müssen diese Punkte einsammeln. Ja. Achso, die müssen wir einsammeln. Ja. Ja, ich kann ja jetzt nicht mehr laufen. Kannst du nicht mehr? Nee, Blitz ist nur einmal. Ja, aber du kannst natürlich eine normale Einserbewegung machen. Also meine 1 wird auf 2 hoch. Der Feind, der die Aktion ausgelöst hat, muss auch das Ziel der Waffenaktion sein. Und ich muss mal eben nach Verstärkung gucken, weil ich glaube eigentlich, hätte zwischendurch einen von unseren Gruppen sogar nochmal wieder Verstärkung bekommen. Ich meine, du kannst deinen Würfel ausgeben, um eine Standardbewegung zu machen, oder? Geht das? Habe ich richtig verstanden. Ja, und dann machst du einfach eine Bewegung von 1. Weil du eine Bewegung von 1 hast. Also wenn du dich noch ein Feld irgendwohin bewegen möchtest. Ich hole eben nach, die Drohnen waren ja ausgeschaltet, bevor sie aktiviert haben. Deswegen soll man die eigentlich nicht entfernen. Okay, dann lege ich sie wieder hin. Ob die Verstärkung bekommen hätten. Ach, wenn die zerstört werden, kriegen die Verstärkung. Das ist ja nett. Vielleicht habe ich dann auch noch was zum Schießen. Aber der Wurf ist deutlich zu hoch. Also ab einer 4 gibt es keine Verstärkung mehr. Und was ist mit den anderen Drohnen? Die haben ja die waren ja aktiviert, bevor sie ausgelöscht wurden. Die haben ja schon geschossen. Die würfeln, ja, wenn sie selber aktivieren. Gut. Hat UR025 was gemacht? Also ich kann einen Würfel ausgeben, für nochmal mich zu bewegen. Ja, wenn du dich irgendwo hinbewegen willst, dann mach's jetzt. Einfach. Macht Sinn, da läufst du jetzt eher hin. So ja, du kannst schon in die andere Richtung laufen oder in die Mitte dich stellen. Oder genau, so. ich stell mich mal neben unseren Navigator. Sieht das nicht. Also nein, aber... Gut. Nicht erschossen wird. Muss ich auch Inspiration würfeln als Roboter? Ja. 12, nee. Nee. 4 oder weniger war der Fall gewesen, weil du... Kriege ich denn meine schwere Verwundung weg? Spieler können einen Vitalitätswurf für einen Forscher in der Erinnerungsphase ablegen. Dann kannst du normale Verwundungen heilen. Okay, dann spare ich mir das. Dann gebe ich meinen Zweierwürfel aus für eine Teamaktion. Ich kann jede Figur von mir entweder schießen oder laufen lassen und jeder macht eine Zweierbewegung. 1, 2, 1, 2. Jetzt stehe ich auf diese 1. Passiert da irgendwas? Nee, du müsstest jetzt die Aktion durchsuchen durchführen. Okay, ich möchte eine Aktion durchsuchen durchführen. Mhm. Ist das eine Standardaktion oder nehme ich meine 1? Das ist eine Standardaktion, ja. Du brauchst dafür tatsächlich nur einen Einserwürfel. Hast du ja noch zum Notfall da drüben noch Material? Ich brauche hier keine mehr. Und ich glaube, auf meinem Schiff steht da auch irgendwas dazu. Suchen. Du ziehst eine Entdeckungskarte. Da. Die da. Ein Hinweis erscheint. Ja, davon brauchen wir 4 Stück, bevor wir einen von den Stützpunkten versuchen können zu erobern. Mhm. Der Marker wird abgelegt. So, dann... sind noch viele Würfel im Pool und ich habe noch Würfel. Ich kann mich ja einfach noch weiter bewegen. Ich mache noch eine Teamaktion, bewege mich wieder zurück. Und die Würfel verfallen am Ende der Runde, oder? Ja. Ja, dann... Die haben wir nicht so effektiv genutzt. Dann nehme ich die 5 für eine Teamaktion und bewege mich. 1, 2. Mhm. Und dann nehme ich die 2 für eine Teamaktion und bewege mich. 1, 2. So, ich bin der Looter, okay. Ja. Also er darf auch immer nur 2 benutzen, auch wenn er der Letzte in der Runde ist. Ja. So, ich kann ja meine Figuren getrennt lassen, ne? Das ist ja eigentlich viel schlauer. Gut, jetzt stehe ich hier. Jetzt kann ich nächste Runde das aufnehmen. Gut, damit haben wir die Aktivierungsphase beendet. Rein und raus sind auch durch. Jetzt kommt die Ereignisphase und es wird gewürfelt, ob irgendwas Besonderes passiert. Mythos. Ereignis. Ereignis. Guck mal. Dauert der Kampf fort oder endet er? Es sind nicht alle Erforscher ausgeschaltet und sie sind auch nicht in einen Maglev-Transporter gegangen. Das heißt, es geht weiter. Mhm. Dann wird auf die Ereignistabelle gewürfelt. Wer möchte? 20, 18. 18, heroische Anstrengung. Der Anführer wählt einen Erforscher aus, der ausgeschaltet ist.
Haben wir nicht. Haben wir nicht. Sind keine Erforscher ausgeschaltet, wählt der Anführer einen Erforscher aus, lege einen Vitalitätswurf für diesen Erforscher ab. Ja. Ja. Eins. Ein Erfolg. Das heißt aber, warte kurz, Wagnis, kritischer Erfolg, erfährt bis zu 2 Verwundungsmarker von der Eigenschaft des Erforschers. Und ich habe nur einen starken Verwundungsmarker. Aber die starken Verwundungen können während Begegnungen nicht geheilt werden. Mhm. Ich glaube, da zieht die Nicht-Regel vor dieser Regel. Das heißt, das hat uns überhaupt nichts gebracht. Mhm. Außer ich habe Notfallreparatursysteme. Cool. Aber bei nur 3 Würfeln. Aber du bist doch gar nicht kaputt. Nee. Dann beginnt die nächste Runde. Die Initiative bleibt, wie sie ist. Mhm. Na toll. Das heißt, alle Gegner sind tot, bis ich dran bin. Und ich loote nur wieder. Nein, mein Leben ist super. So. Der Anführer wandert weiter. Nico, möchtest du unsere Schicksalswürfel würfeln? Ich bin jetzt der Anführer. Mhm. Aber ich das, was ich immer verkacke, die Schicksalswürfel würfeln bei Warhammer Quest. Und ja, das ist ganz schön furchtbar. Das sind 3 Einsen, die kommen wohl raus. Mhm. Es passiert aber jetzt nicht irgendwas Zufälliges. Nein, da werden keine Zufallsereignisse durchaus gelöst. Wir kommen in den grünen Bereich, die 3 Einsen kommen in den roten und dann komme ich Psioniker und schiebe eine 1 wieder in den grünen Bereich. Was ist mit dem roten Bereich? Wozu die sind durch den Verbrauch, die Würfel. Achso, die sind nicht für unsere Feinde. Die sind einfach nicht zuständig. Ja, nein. Okay. Fange ich jetzt auch an? Oder was? Nö. Das ist was anderes. Die Initiative ist was anderes. Die Feindgruppe 4. Das ist der Negerwold-Kultist. Mhm. Schauen wir doch mal, Markus, ob der verstärkt wird. Fällt die Feindgruppe 1 raus jetzt, wo er sie gelootet hat? Ich glaube nicht. Ich kann aber nochmal nachschauen. Standardaktionen für Forscher. Suchen. Entferne einen Entdeckungsmarker von dem Hexfeld. Ziehe die oberste Karte vom Entdeckungsstab und lege sie mir ein. Nö. Guter Wurf. Bringt mir noch nicht viel, weil ich kann nur eine Falle legen. Ich habe 2 Sechsen gewürfelt. Darfst du in jeder Runde diese Aktion machen oder nur zu Beginn? Nur zu Beginn. Oh. Ja. Ja. Gut, aber wir schauen jetzt mal, ob der Neo-Volt-Kultist völlig übermächtig Verstärkung bekommt. Ja, ich meine. Ah, wobei, das zählt nicht zu den 3 Fallen dazu, oder? Oder doch? Weiß ich nicht. Schon bei Warhammer Quest gab es einen übermächtigen Charakter, also. Das ja, ich glaube, das hier ist etwas besser gebalanced als Warhammer Quest. Age of Sigma, der Cogsmith. Der ganze Räume im Alleingang, Leerräume genau. Und ganze Endschlachten mit, komplett. Wenn er nicht extrem war. Pech hat. Ich habe einmal, glaube ich, 3 Wellen von immer wieder spawnenden Gegnern. Noch, ich habe in meinem Kopf noch irgendwie so ein monotones, in deiner Stimme laufendes Band von Treffer, ich schieße, Stopp, weiterschießen. Ich gucke, ob ich weiterschießen darf. Ich darf weiterschießen. Ja. Ich schieße. So. Ich treffe. Das war einfach nur mit dem Erdbebenring auch ganz praktisch. Mhm. Also der Negervolt-Kultist kriegt keine Verstärkung. Oh, oh nein. Der definitiv anders nennen. Kultist. Und 4. Aufladen. Entferne einen Verwundungsmarker von diesem Negervolt-Kultist. Da der Negervolt-Kultist keine Verwundungsmarker, behandle dieses Ergebnis stattdessen als Vorrückenergebnis. Du, der heißt auch Negervolt-Kultist, ne? Du musst das schon richtig vorlesen. Das steht da so mit C und... Entschuldigung. Er marschiert auf dich zu. Oh nein, da ist eine Falle! Psst. Und jetzt muss er wieder würfeln, ob er das... Oder er hat, oder jetzt würfelt er eine 20 ja, komm, und kriegt keinen Schaden, 20, ne? Du Arschloch. 4. Jetzt 4. Eben gebraucht. Das heißt, er kriegt eine tödliche Verwundung? Eine schwere... Dann ist er tot. Eine schwere Verwundung. Ja, weil die als 3 Wunden. Der ist nicht nur tot, der ist auch betäubt. Dann war der andere ja eigentlich auch tot. Also wenn er die Wunde gehabt hätte. Der hat die Wunde weg. Aber wäre tot gewesen, wenn er kein Ding. Tja, kein Megavolt-Kultist. Tja. Diese Fallen sind ganz gut. Ich weiß nicht, mir kommen die Gegner gerade sehr schwach vor. Das ist die erste Mission. Ja. Okay, ich habe auch schon eine schwere Verletzung kassiert, ja, aber. Ich wollte noch ein bisschen was sagen. Wie ist denn das, wenn du tot bist? Ist einer von deinen beiden tot oder ist einer tot, wenn du auf der Hälfte der Energie bist? Oder? Nein, sie sterben beide gleichzeitig. Ja. Andy und Olli sterben gleichzeitig. Ja. Nein, rein. Ich habe meine 1 benutzt, um mich zu bewegen. Ich nenne sie Andy und Olli. Und ich benutze die nächste 1, um mich hierhin zu bewegen und dann durchsuche ich diesen Marker und ich kriege Archeotech. Damit kann ich mir Dinge kaufen. Nice. Und ich habe nur einen Hinweis. Ja, du kannst das wieder looten. Ich habe mal wieder geblutet fürs Team. Und du kriegst cooles Archeotech. 1, 2. Niemand mag Radlinge. Da werden überall mit Füßen getreten. Oh.
So, und sollte hier Verstärkung kommen, behalte ich mir. Ich weiß noch nicht, was ihr in einem Science-Fiction-Spiel mit eurer komischen Mittelalter-Ausrüstung und euren Kletterhaken hier. Also irgendwie seid ihr ein bisschen. Ich zeig dir gleich noch meinen Kletterhaken. Sean Connery wird sich über euch lustig machen. Ich hätte natürlich, was ich auch hätte machen können, wäre zu dem Ausgang gehen und schon mal einen Flucht-Maglift rufen. Ja, das kann bestimmt auch Nico machen. Ruf doch mal den Fluchtlift. Den Fluchtlift. Oder möchtest du da an dem Tor vielleicht? Ja, klar, kann ich. Stimmt. Weißt du was, dann dreh ich nur einen runter auf eine 4 und geh nochmal 2 Schritte in die Richtung. Hallo. Und dann halte ich hier Ausschau nach Feinden, die auftauchen können. Das war Espen Lucano. Gruppe Nummer 1 sind 2 Spindle-Drones, die vernichtet wurden, aber sie können jetzt schauen, ob sie Verstärkung bekommen. Nein, tun sie nicht. Oh. Das müssen sie würfeln, 4 oder weniger? Mhm. Okay, das ist halt ziemlich unwahrscheinlich. Naja. Also nee, sie müssen 1, 2 oder 3 würfeln. Bei einer 4 plus erscheint nichts. Das sind 15%. Das wird wahrscheinlich mit steigenden Level. Ich nehme an, bei Feindgruppe 2 ist es genau das gleiche. Exakt. 19? Nein. Mhm. Dann haben wir Daya Greg. Das bin ich. Ja, okay, dann gehe ich mal zur 4 hin. Wie weit kannst du laufen? Die 1 aus 3. 1, 2, 3. Und dann gebe ich wohl noch einen Würfel aus, um noch zur... Da muss man da nicht außen rum gehen, das ist tatsächlich... Nee, das ist nur Deckung, aber du kannst drüber steigen. Bringe ich also drüber und dann gebe ich... Du kannst auch einen von den... Aber dann nehme ich natürlich hier die 4, um mit dem zu interagieren, was ich da auch immer finde und was nicht im Bild ist, weil ich die Kamera nicht mehr... Du findest einen Hinweis. Ein Hinweis erscheint. Oh, das sind schon 2 Hinweise. Tunguska. In Tunguska. Wir können nochmal Elvis Schauer spielen. Was habe ich da bekommen? Ein Hinweis. Wenn wir 4 davon haben, können wir im Anschluss an diese Expedition tatsächlich schon einen Stützpunkt erobern. Cool. Wow. Aber wir werden keine 4 haben. Vermutlich nicht, nein. Aber das ist ja nur die erste Karte von 8 gewesen. Mhm. Moment, die ganze Mission besteht aus 8. Mhm. Ach. Ich dachte gerade, das ist aber kurz. Cool. Das ist ja angenehm. Dann kam die Wahrheit. Ja, du hast noch ein paar weitere Würfel. Was möchtest du mit denen machen? Ich habe noch 2 Sechser. Ich könnte noch eine Falle legen, was komplett sinnlos wäre. Dann lauf doch einfach. Wir rüber zu uns. Ich laufe wieder zu euch zurück. 1, 2, 3. 4, 6. Ja, ist echt schade um die Sechsen, ne? Mhm. Aber egal, gebe ich sie halt aus. So. Gut. UR025 ist dran. Ja, dann gebe ich diese 4 aus, damit ich 2 laufen kann. Mann, bist du schnell. Dann gebe ich diese 1 aus, damit ich einlaufen kann. Das ist ein Hinweis. Und dann gebe ich die 3 aus, um zu looten. Hey! Archotech. Juhu, Geld. Rein und raus. Tja, ich gebe mir 5 aus, um eine Zweierbewegung zu machen. Ich brauche eine Zweier. Muss ich hier stehen? Und dann möchte ich ein Pferd rufen. Das ist auch eine Standardaktion. Zack. Und dann möchte ich, dass alle gefälligst hier drauf kommen. Rein und raus heißen auch im Original. Die heißen auch im Englischen rein und raus, ja. Rein und raus. Dann mache ich halt noch eine Bewegung, bewege mich schon mal hier hin. Nein, ich bewege einen hier und einen hier hin. Nein, ja, doch, stimmt, du kannst sie trennen. Ja. Jetzt muss einer verhungern, weil der andere geht schon rein und der andere geht raus. Ereignistabelle. Wer möchte das Ereignis auswürfeln? 1. Alles ist Staub. Ein Erdeckungsmauer auf dem Schlachtfeld wird vom Anführer entfernt. Falls dies nicht möglich ist, verliert jeder Forscher einen Inspirationspunkt. Wir haben keine. Juhu, wir können nichts verlieren. Es passiert nichts. Okay. Schon 2-mal nichts passiert. Man kann nur Inspirationen machen, wenn man Gegner besiegt. Ja. Ne? Sonst ist es halt... Genau. Ja. So. Und meine Fallen zählen dann nicht... Hattest du auf Inspiration gewürfelt? Nein. Tatsächlich zählen nur Dinge, die während deiner Aktivierung zählen. Also passieren. Also nur was du aktiv tötest. Ja. Ja, dafür kannst du halt sehr leicht Inspiration bekommen, weil du ja den Wert verdoppeln darfst. Gefürchtete Feindgruppe 4 ist dran. Das war wird sie verstärkt? Nein. Dann ist Espern Locano dran. Beweg dich, Navigator. Jemand anders ist der Anführer, aber ich würfel mal eben für wer auch immer das wäre. Und dann schiebt Espern Locano eine 5 wieder aus der roten Zone in die grüne. Hallo. Hallo. Gefürchtete Feindgruppe 1. Wer kennt sie nicht? Bam, bam, bam. 8. Nein. Gefürchtete Feindgruppe 2. Fast so berühmt wie 1. Nein. Gefürchtete Echse. Oh Gott. Das ist doch eine verdammte Verschwendung.
Ich nehme drei Sechsen. Ich nehme an, du gehst. Ja, ich gehe mit meinen Sechsen. Ja. Wie viele bin ich gegangen? Wie viele Felder? Fünf insgesamt, also zwei Würfel. Tja. Ich muss tatsächlich fünf ausgeben, um überhaupt einen Fleck zu kommen. Ich könnte noch eine Falle legen, nur weil ich es kann, damit der Roboter reinläuft. Müssen wir jetzt noch die Runde zu Ende spielen, oder? Nein. Wir können jetzt sagen, du aktivierst, also du machst keine Aktion in deiner Aktivierung, dann wird am Ende überprüft, ist der Kampf vorbei? Ja, wir sind alle in unserem Fluchtshuttle und damit ist die Begegnung beendet. Jo. Es wird abgekoppelt, alle Marker und alle Minis kommen weg. Und alle Platten. Jo, wir haben alles. 20 Minuten. Ja. Ich drücke das jetzt mal vorsichtig aus, aber wenn das so weiterläuft, habe ich das Gefühl, dass es im Grunde genommen das Spiel immer wieder aus Zufallsmaps besteht. Ich bin gespannt. Gut. Weg damit. Fallenmarker. Fallenmarker 2. So. Nächste Karte. Herausforderung. Verborgener Schatz. Als sich die Erforscher tiefer in die schwarze Festung begeben, entdeckt einer ein wertvolles Objekt. Ein wertvolles Objekt. Wirft für jeden Erforscher 4 Aktivierungswürfel. Das heißt, Blumen kriegt auch noch einen zusätzlichen. Ja, da. Und dann addieren wir alles das auf, was wir gewürfelt haben. 4, 5, 6. Oh je. Nico, du auch? 4 Würfel würfeln und das Gesamtergebnis? Du hast 6. Ich habe insgesamt 6 gewürfelt, ja. Ich habe tatsächlich 17. Ich habe eine 9 gewürfelt mit 4 Würfeln. Ich habe nochmal 12. Dann hat Nico gewonnen und... Ich habe es gewonnen. Arkotech. Mhm. Mann. Jetzt hat jeder Geld. Jeder Arkotech und ich habe einen Hinweis. Ich habe auch einen Hinweis. Nico führt. Es hat sogar jemand einen Hinweis und Arkotech. Und ich habe einen Hinweis. Weichheit. Wie soll ich meine... Countdown. Ein mit Fallen versehenes Stasisfeld beschützt einen Schatz der schwarzen Festung. Der Anführer wählt einen Erforscher aus. Der Erforscher kann die Falle entweder in Ruhe lassen oder versuchen, sie zu entschärfen. Ist das schon die dritte Begegnung sozusagen von den 8? Mhm. Also das ist nicht immer ein Dungeon? Nein, ist die Hälfte ist Kampf, die Hälfte ist was anderes. Mhm. Ah ja, das ist ganz cool. Also du hast immer du hast 4 Kämpfe, zumindest für die erste Mission wurde mir gesagt, 4 Kämpfe, 4... Sorry für den Unterbrechung. Also was ist der Countdown? So, wer ist der Anführer? Das hatten wir gar nicht bestimmt. Ich lese jetzt einfach die Sachen... Ich bin nicht der Anführer, das ist Florian. Ja, ja. Ich lese nur die Sachen vor. Weil ich die Vorleserin bin. Ja, du machst es am besten. Florian, bestimme einen Spieler. Was muss der machen? Ein Erforscher. Der kann sich entscheiden, ob er die Falle entschärfen will oder nicht. Ich kann Fallen gut legen, ich kann sie bestimmt sicher auch entschärfen. Ich hätte jetzt tatsächlich Mari mit ihrem... aber wenn du... Ich kann die Falle böse angucken. Ja, bestimm doch mal Nico. Dann nehmen wir Nico. Ich würde bestimmt in die Hose gehen. Ja. Kann ich die Zwillinge nehmen? Die haben nur 3 Würfel. Du hast auch nur 3 Würfel. Ja, aber ich habe von Anfang an nur 3 Würfel. Was passiert jetzt eigentlich? Also, man kann sich entscheiden, die Bombe zu entschärfen oder nicht. Wenn man sie nicht entschärft, dann wird Cut einfach weggelegt. Wenn man sich dafür entscheidet, muss man Folgendes machen. Es wird 3, 2, 1 rückwärts gezählt und dann hat man 20 Sekunden Zeit, diese Würfel zu würfeln und dann einen Turm zu bilden. 1, 2... 3, 4. Ich erkenne das Problem. Ne? Boom. Also man kann durchaus zwischendurch welche liegen lassen, aber du kannst immer wieder zwischendurch so viele würfeln, wie du willst. Und du musst halt einen 5er Würfelturm bilden. 1, 2, 3, 4, 5 von unten nach oben. Wenn du die rechtzeitig abgeschlossen hast, ziehst du eine Entdeckungskarte. Wenn nicht, werden wieder alle Schicksalswürfel gewürfelt. Und für jeden Wurf, der eine 4 oder höher zeigt, erleidest du eine Verwundung. Los geht's, Nico. Soll ich entscheiden, ob wir das machen oder nicht? Ja. Wollt ihr das machen? Ich habe doch schon entschieden, dass du musst entscheiden. Ich habe entschieden, dass du das machen musst. Aber irgendwann ich soll entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Soll ich 20 runterzählen? Warte. Ja, aber langsam. Ich mache einfach einen Countdown. Nein, langsam. Das lässt uns ja kein Spielraum. Ist das so? Du machst einfach beim ersten Wurf gleich alle 5 Zahlen. Nee, der Wahnsinn zählt jetzt einfach. Also wir zählen erstmal von 3. Nein, wir zählen erstmal von 3 runter. Ach so, okay. Ja, entschuldige. Und dann starten wir. 3, 2, 1. Los. Ich dachte auf 1 und dann. Okay, nochmal. 1 und dann. Ja? Ah, nicht auf 1, sondern 1 und dann. Okay. Sondern wo die 0 wäre, okay? Alles klar, ja. 3, 2, 1. 0. 20. Na toll, das 19. Also ich kann sie auch liegen lassen, hast du gesagt? 17. 16. Nee. 15.
14, 13, 12, 11. Verdammt nochmal! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du würfelst die jetzt alle nochmal. Was? Wieso? Achso, ja, wegen der Wunden. Um zu schauen, was. Die Bombe explodiert im Gesicht, du erleidest zwei Wunden. Yay! Ist das also automatisch eine schwere Wunde oder sind das zwei kleine Wunden? So. Aber ja. Jetzt, es gibt zwischendurch immer den Erholungsschritt. Sind das zwei kleine Wunden oder sind das eine schwere Wunde? Zwei kleine, glaube ich. Das sind zwei kleine. Der Erholungsschritt. Da könntest du jetzt würfeln, ob du die auch wieder los bist. Wohlschuld wird für jeden ausgeschalteten Erforscherwurf gelegt, ob er sich erholt. Und es folgt ein Vitalitätswurf für jeden verwundeten Erforscher, um zu sehen, ob die Wunden heilen. Wann werden die immer gemacht? Zwischen den einzelnen Karten. Dann das heißt, du hättest eben auch schon, ja. Ja, ich lege Wert darauf. Ich will gesund sein. Ein Vitalitätswurf. Mhm. Nö. Nö. Dann das war nach der zweiten Begegnung, dann kannst du jetzt nach der dritten auch nochmal würfeln. Ja, Nico auch, ne? Ja, Nico darf jetzt auch würfeln. Mit dem gleichen Würfel? Das steht bei dir. Vitalität, ja, genau. Ja. Nö. Nö. Hier ist nichts mit heilen. Du darfst nur einen machen. Du darfst nur einen machen. Achso. Du hast die ja gerade erst bekommen. Mhm. So. Ja, das ergibt Sinn. Dann möchten wir gerne noch eine Karte, in der wir auf die Fresse kriegen. Herausforderung, aufbrechen. Du bist jetzt Anführer. Die Türen zu einem Maglev-Transporterraum voller wertvoller Entdeckungen haben sich gerade geschlossen. Wenn die Erforscher die Türen aufbrechen können, bevor der Transporterraum verschwindet, können sie den Hort plündern. Plündern. Aha. Gut. In Anführerordnung, das heißt, du entscheidest, in welcher Reihenfolge, führt jeder Erforscher drei Waffenaktionen durch, eine nach der anderen, als attackiere er einen sichtbaren Feind in ein Hexfeld Entfernung. Also dementsprechend müssen wir die Karte auswählen. Addiert den Schaden, den die Erforscher verursacht haben, wenn der Gesamtschaden 12 oder mehr ist, zieht jeder Erforscher eine Entdeckungskarte. Wir versuchen also jetzt gemeinsam. Die Reihenfolge ist doch egal, oder? Ja. Komm, Roboter, fang mal an. Du hast hier zwei. Ein. 12 oder mehr? Mhm. Das ist absurd. Jeder führt mehrere. Achso, mehrere. Wie viele? Wie viele? So viele Würfel haben, oder? Drei Waffenaktionen. Okay. Jeder Erforscher drei Waffenaktionen. Also eins, vier. Nix. Warte, einen Feind. Du hast eben einen kritischen Erfolg und einen normalen Erfolg gehabt. Der kritische Erfolg zählt für drei Wunden, das heißt, wir sind bei vier. Und dann nochmal einen, das heißt, wir sind schon bei 5, dank Roboter. Ich habe jetzt zwei Leute, mache ich da zwei Waffenwürfe wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Eins. Sechs. Das war's. Okay. Ich habe bei einer Waffe zwei Würfel stehen. Ist das dann... Dann kommt bei mir, aber wie bei mir auch, passt schon. Okay. Dann benutze ich meinen Gehstock. Ja, ich weiß, das klingt uncool. Wo sind die blauen Würfel hin? Direkt hier. Eins. 2, sind 8, 3, sind 9. Nicht schlecht. Wir sind bei 9. Nico, du kannst das schaffen, alles hängt von dir ab. Genau. Wie viel darf ich würfeln? 3 mal. Okay, dann brauche ich 2 Violette. Mhm. Also einmal eine schwere Wunde. Ja. Das sind direkt 3. 12. Das heißt, wir sind bei 12. Sind das 3? Weil das ein kritischer Erfolg ist. Ja, okay. Also wenn nicht die Dreiecke gezählt, sondern zwei Dreiecke sind kritischer Erfolg. 1 und 2 sind 3, ist auch logisch. Mhm. Ja. Jeder von uns kriegt eine Entdeckungskarte. Cool. Ich habe mehr Archetech. Na toll. Ich will die. Ich auch. Ich habe zwei Archetech. Ich habe zwei Archetech und einen Hinweis. Ich habe drei Archetech. Bam, bam, bam. Ich habe auch zwei Archetech und einen Hinweis. Müsst ihr jetzt langsam mal nicht mehr kämpfen? Ja, die letzten drei sind alle drei Kämpfe dann jetzt. Super. Dürfen wir jetzt nochmal ausruhen? Ja. Ja. Ich muss einen Erfolg würfeln, ja? Ja, geil. Wir brauchen einen Medix-Druiden. Jetzt bin ich wieder Anführer. Der Abgrund. Die Erforscher müssen einen Abgrund überqueren, um ihre Reise fortzusetzen. Hieß nicht so die Taverne? Ja. Führt einen Beweglichkeitswurf für jeden Erforscher durch. Wenn der Wurf für einen Erforscher misslingt, legt er entweder eine der Entdeckungs- oder Ressourcenkarten dieses Erforschers ab oder werft den Schwarzsteinwürfel und wendet das entsprechende in der folgenden Ergebnisse an. Wenn er einst Erforscher stirbt. Ich gebe auf keinen Fall meinen Loot ab. Der Erforscher leidet eine schwere Verwundung bei 2 bis 19 und bei 20 wie durch ein Wunder ist der Erforscher unverletzt. Was? Gut, das mache ich. Aber erstmal ein Beweglichkeitswurf und man braucht...
man braucht zumindest einen Erfolg. Okay. Beweglichkeit. Ich habe einen Grauen. Das müssen wir auch machen. Mhm. Das sind ja wunderbare Chancen. Mist. Oh, ich habe keinen Erfolg. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ihr habt mich alle ausgelacht. Ich denke, ich verliere ein Stück von meinem Besitz. Ich glaube, ich auch. Ja, da. Das fällt in die Tiefe. Das ist mir lieber, als eine 5% Chance zu haben, dass der Charakter endgültig tot ist. Permadeath. Eben, wo wir ihn schon so lange spielen. Ja, aber es ist auch eine 5%, dass nichts Schlimmes passiert. Ja. Gut. Bei meinem Glück. Und wann können wir mal wirklich in die Taverne gehen? Jetzt könnt ihr euch wieder erholen. Ja, klar, das klappt bestimmt. Wenn alle 8 Karten durch sind. Oder wir können vorzeitig abbrechen. Ich habe eine schwere Wunde geheilt. Ja. Also, kommt ihr jetzt weg? Eine normale Wunde geheilt? Ja. Oder? Okay. Ja. Die kommt weg? Die kommt weg. Cool, ich bin wieder cool. Nur während Begegnungen kannst du sie nicht. Bevor die nächste Karte kommt, was haben denn unsere Schiffe für eine Funktion? Oh! Haben wir das vielleicht vergessen? Ja, haben wir. Fernfrachter Gamma, Cogitator-Speicher. Einmal pro Expedition kann der Anführer nach dem Ablegen des Schicksalswurfs den Cogitator-Speicher von Großfrachter Gamma 3 Beta benutzen. Tut er dies, werden doppelte Ergebnisse nicht abgelegt. Ah ja, das ist beim Schicksalswurf. Die Kraft Chateau, Zielilluminator. Einmal pro Expedition kann ein Erforscher während seiner Aktivierung eine Zielsucheaktion durchführen. Sie kostet einen Würfel, der eine 1 oder mehr zeigt, wenn der Erforscher da ja Greg ist, und 6 plus für jeden anderen Erforscher. Die Aktion erlaubt dem Erforscher das Ausführen einer Waffenaktion, ohne einen Aktivierungswürfel dafür ausgeben zu müssen. Alle Attackenwürfe für diese Aktion sind auch automatisch kritische Erfolge. Und wann kann man diese Raumschiffe benutzen? Einmal pro Expedition. Hm. Warp-Dunstgenerator bei der Reisenden. Einmal pro Expedition kann ein Erforscher während seiner Aktivierung einen Warp-Dunstgenerator-Aktion durchführen. Sie kostet als Plus, wenn der Erforscher Expand Locano ist, und 6 Plus für jeden anderen Erforscher. Wird die Aktion durchgeführt, sind die Erforscher für den Rest des Zuges für Feinde nicht sichtbar, sei denn der jeweilige Feind steht direkt angrenzend zu einem Erforscher. Nicht schlecht. Und die Vorhut, Taktikberater. Einmal pro Expedition kann ein Erforscher während seiner Aktivierung eine Taktikberater-Aktion durchführen. Sie kostet ein Plus, wenn der Erforscher Janus Dreieck ist, und 6 Plus für jeden anderen Erforscher. Wird diese Aktion durchgeführt, wähle eine Feindgruppe. Für den Rest dieses Zuges kannst du misslungene Attackenwürfe gegen Feinde dieser Gruppe wiederholen. Haben Sie alle verstanden? Irgendwas, bla und ja. Da und Würfel und... Ah, bla. Es kostet immer 6 Plus, wenn man nicht Spezialist ist. Das wird sich noch ziehen, oder? Naja. Jetzt wissen wir, wie es geht. Ja. Aufbauen. Ja. Die sechsseitigen sind echt nicht gut beim Befähigen. Brauchst du so einen? Ja. Brauchst du so einen? Ja. Die Form, aber nicht den, sondern den hier. Ich frage mich halt, woher die Entscheidung kommt, dass das Fantasy-Spiel das Simple ist und das Science-Fiction-Spiel das Komplexe, weil die Zielgruppe eine andere ist von Age of Sigmar und 40K. Also 40K ist auch komplexer ist als Age of Sigmar tatsächlich. Age of Sigmar ist eher das Einsteigerspiel, oder? Mhm. Okay. Ja, dann ergibt das ja wohl Sinn. Habe ich schon gesagt, wie schön deine Miniaturen sind? Also wie schön du sie angemalt hast. Sie sind noch nicht mal fertig. Ich finde sie immer noch fertig hier aufs Spielfeld gesetzt. Sehr schön. Ich habe das schon auf Facebook gesagt. Und du hast sie auch, das ist wichtig. Also bitte alle, die jetzt hier zuschauen, Maigis Miniaturenbilder auf Instagram und Facebook liken. Das ist total wichtig für sie. Nein. Dann ist sie motiviert, mehr anzumalen. Das stimmt tatsächlich, ja. Aber ich bemale sie auch. Wenn keiner liked. Ja. So. Hier wurde der Steg gebogen, damit er auch wieder an das Ding anschließt. Und wenn keiner sie liked, dann wird sie alle einschmelzen und weg. Nein, wird sie nicht. Hört nicht auf diesen Mann. Tatsächlich haben wir neulich am Ende von der Late Night Show gesagt, hier nicht auf die blöde Glocke klicken, nicht abonnieren, nicht liken. Das Video hat tatsächlich deutlich weniger Views gehabt. Echt? Als die hier. Das haben wir gut gemacht. Ja, toll. Am besten sollte ich das nicht mehr machen. Also überhaupt irgendwelche Call to Actions von diesem komischen Typen sagen lassen, der manchmal neben dir sitzt. So. 2 Spindle Drones sind Gruppe 1. Oh, sind die weit weg. 2 Spindle Drones sind Gruppe 2. Und wir müssen hier wieder diese Zahlen einsammeln, richtig? Mhm. Warum sind es diesmal nur 3? Ist das ein Countdown? Das ist vorgegeben. Ah, einfach. Okay. Und was bei 3? 6. Oh Gott. Guardsmen. Ach, das sind die Guardsmen, ja. Traitor Guardsmen. Ja. Die stehen alle vor uns. Mist. Natürlich steht er. Ja.
bewachen diese Dinge, die man hier finden kann, ja? Das ist auch eine Räuber- Beziehungsweise, das sind halt Chaos-Kultisten, die ebenfalls auf der Suche nach den Schätzen dieser Festung sind. Die haben doch schon zwei Festungen. Warte, die haben kleine Bases, die dürfen sogar zu dritt auf einem Feld stehen. Die haben doch schon eine Festung, die haben schon zwei Festungen. Gut, das heißt, die Initiative haben wir Gruppen 1 bis 3. Das lässt sich da. Es fängt an, Feindgruppe 1, dann kommt Feindgruppe 2, dann kommt Feindgruppe 3. So, wir sind über den Haufen geschossen. Dann kommt UN 25. Ich hatte mich schon nach oben gemischt. Rein und raus. Esper Locano und Daya Greg. Wollen zwei von uns miteinander tauschen? UR 025. Ich kann hinten bleiben, ich mache ja am Anfang schon was. Was? Was sind das denn für Feinde? Das sind ja riesig viele. Das sind Traitor Guardsmen. Guardsmen sind aber... Kanonenschwächtig. Ja. Jeder kann Guardsman werden. Sie sind schon die menschliche Elite, aber Menschen sind halt verglichen mit den meisten anderen Spezies gar nicht so geil. Meine Fallen haben ja keine Auswirkung auf die Pfade, die die Gegner gehen, oder? Also die, nein, die sehen nicht, dass ich wüsste. Das heißt dann, bevor wir loslegen, gehe ich ein Feld nach vorne und lege eine Falle hier direkt mitten in den Raum. Mhm. Bam. Und dann bin ich auch in Deckung. Wer ist Spielleiter? Wer ist Anführer? Ich glaube. Nico ist, glaube ich, gerade Anführer. Das heißt, du würfelst unser Schicksal. Ich versaue das Schicksal mal wieder. Und 1, 2, 3, 5, 6. Schon mal schlechter. Ist keiner weggelegt worden. Da ist schon viel Schönes dabei. Vielen Dank. Freuen die Sechsen. Und unsere Drohnen sind auf Alarmstufe 0. Das ist kein spannender Filmtitel. Alarmstufe 0. Ein Film mit Steven Seagal. Gut. Auf geht's. Ich habe nur drei Würfel. Feindgruppe 1 ist als erstes dran. Die kriegen keine Verstärkung, weil noch niemand von ihnen gefallen ist. Feindgruppe 1. Wo sind die? Da sind die. Igor, die Feindkarten. Ich habe die Feindkarten gestohlen. Jetzt wissen sie nicht mehr, was sie zu tun haben. Keine Sichtlinie zu einem Erforscher. Das ist unsere Spalte. Würfeln. 12. Schleichen. Führe eine Bewegung auf das einem Erforscher nächste Hexfeld durch, ohne ein Hexfeld zu betreten, das andere Erforscher sehen können. Wie schnell seid ihr? 2. Ah, das war alles. Umdrehen. Reingruppe 2. 8. 5. Schleichen. Selbes Spielchen. Ist es hier lang schneller zu uns? Ja, wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast recht. 1, 2. Und 3. Wie sind denn die Sichten? Immer von Mittelpunkt eines Hexfelds durch ein anderes und darf nicht entlang einer solchen Linie verlaufen. Die Traitor Guardsmen. Die haben Sichtlinie zu uns. Widerstand ist zwecklos. Lasergewehr und für alle sichtbaren Erforscher in Deckung. Also wir fangen jetzt mit dem an. Der hat einen... Was hast du für eine Waffe da? Flammenwerfer. Was? Wie bitte? Da hätte ich vorher drauf achten müssen, was? Ja, aber der bewegt sich. Reichweite zum nächsten sichtbaren Erforscher ist 2 oder 3 Felder. Würfel mal, was er macht. Womit? Also. W20. W20. 10. 10. So gut, du bist in Deckung. Angreifen. Deckerfell. Dafür müssen wir nicht mehr bewegen. Ich glaube nicht, nein. Das wäre toll. Was hat der für einen Würfel? Einen blauen. Was hat das für Auswirkungen, dass diese Echse in Deckung steht? Ich kann verteidigen mit dem anderen Würfel. Mit dem Flammenwerfer ignoriert er Deckung. Für mich steht, ich bin getarnt, mein Verteidigungswert ist in Deckung vom attackierenden Feind aus ein blauer Würfel. Hat das gilt, aber normalerweise würde bei Deckung ein normales Ergebnis zu einem Fehlschlag und ein kritischer alles Treffer klar. Wird ein normaler Treffer, aber er ignoriert das, weil er mit dem Flammenwerfer einfach... Okay, mal sehen, was der Würfel. Nichts. Tja. So, was haben die Kollegen da? Der hat ein Kettensägenschwert und der hat eine Granate. Eine Granate? Er hat eine Granate. Komm doch mal her mit dem Kettensägenschwert. Das ist seine Waffe, er hat eine Granate und dann wirft er die Granate. So, der mit Pistole und Nahkampfwaffe, was macht der? Ich glaube, die Granate klebt an seiner Hand fest und er schlägt immer mit der Granate zu, bis sie explodiert. Also, so wie der würfelt ganz normal. Mit einem Mini-Nuke in der Hand festgelassen. Was für ein Würfel? Ja, genau. W20. Erstmal schauen, was er macht. Entschuldige. Ach, bei jedem. 11. Angreifen. Wer jetzt? Kettensägen-Massakermann? Ja. Kettensägen-Massakermann. Lass ihn kommen, Der schießt daneben. Mit was? Mit seiner Pistole. Ah. Mit Recht. Der mit der Granate
Explodiert. Brauchen wir 20? 5. Lass mich raten, Kampflust. Attackiere den nächsten sichtbaren Erforscher in Reichweite des Feindes, danach Attacke gegen den nächsten sichtbaren Erforscher. Das heißt, er macht jetzt 2 Attacken. Yay, beide. Und er hat eine Granate! Aber er hat doch eine Granate. Die ignoriert bestimmt Deckung. Ich glaube, er hat noch mehr an seinem Gürtel hängen. Die ignoriert Deckung tatsächlich. Blauer Würfel? Nein, lila Würfel. Cool. Kein Treffer. Du machst das sehr gut. Und nochmal? Ja. 2. Du machst das nicht gut. Kritischer Treffer. Das ist normaler. Aber du kannst dich doch. Du kannst versuchen, den kritischen Treffer zu würfeln. Genau. Was habe ich jetzt gemacht? Nichts. Ich habe nichts gemacht. Ja, weil... Warte, wir müssen vorher keine Verwundung finden. Eine schwere Verwundung, Verwundung wird zur Verwundung. Die wird zu einer normalen. Ja, na immerhin. Das heißt, ich habe die Granate weggetreten und dabei meinen Fuß... Die bei den Zeh verstaucht. So, das heißt, wir haben die drei durch. Vielleicht habe ich mir aber auch irgendwas gedehnt. Über jetzt den. Sind die Kollegen dran. Hier ist nochmal einer mit dem Flammenwerfer und 2 mit Nahkampfwaffe und Pistole. Okay, fangen wir mit dem Flammenwerfer-Dude an. Flammenwerfer-Dude macht 13. Flammenwerfer-Dude. 13. Du. Kampflust. Den greif 2-mal an. Mhm. Kann ich den eigentlich auch wie beim anderen Warhammer-Quest einfach eine Aktion ausgeben, um mich zu heilen? Ja. Okay. 2-mal grau. Muss ich dafür dann würfeln oder passiert es automatisch? Okay. Das passiert. Du würfelst. Grau auf Nico, nichts. Grau auf Nico, nichts. Nichts. Der nächste. Kann mal einer herkommen? Ich habe eine Falle hingelegt, ihr Penner. 5. Das ist Fernkämpfer. Mhm. 5. Kampflust, der macht auch 2 Angriffe. Der ist doch kein. 2-mal grau. Nico. Die sind 3 Felder von dir entfernt. Ja. Und sie haben alle Pistolen. Nichts. Danke, Nico. Dass du so scheiße würfelst. Danke. Bitte. Und der letzte, W20. Der hat jetzt aber keine Fernkampfwaffe, oder? Doch. Und doch, die haben alle Pistolen. 4. 4. Kampflust, 2 Angriffe. 1. Au. 1 Treffer. Aber du bist in Deckung, das heißt kein Treffer. Achso. Da werden die normalen. Und der ist jetzt eine normale Wunde, die darfst du versuchen wegzuwürfeln. Hast du weggewürfelt. Ich habe sie ausnahmsweise weggewürfelt. Er hat sogar eine Kritschelwunde. Mann, das habe ich ganz schön Glück gehabt, würde ich sagen. Das waren die Traitor Guards. Und die haben alles auf dich abgefeuert, du hast nur eine Wunde eingesteckt. Nicht das schlecht. Ist ziemlich harmlos. Jetzt ist es ja auch direkt am Anfang dran, sind und ich da so doof exponiert stehe, ist halt auch irgendwie Pech. Das ist, ja, das ist halt Zufall gewesen. Vernichtung. Steht die zweite Gruppe auch in 3 Felder Reichweite oder steht die in 4? Die steht in 4 Felder Reichweite. Die stehen in 3, die in 4. Dann gehe ich einen Schritt vor und zwar mit der 1 aus dem Lager. Mhm. Schwupp. Und dann nehme ich meine 6 und dann fange ich an, auf sie zu schießen, auf die erste Gruppe. Also mit der 6 musst du denn. Die 3 stehen auch nicht in Deckung für dich, weil das gilt ja nicht. Die da hinten sind für dich in Deckung. Der erste kriegt einen Treffer. Mhm. Dann kriegt er keinen Treffer. Und auch keinen Treffer. Ein Treffer. Das heißt, einer von denen hat eine Wunde bekommen. Da vorne liegt aber noch eine 6 im Pool, gell? Ja. Dann würde ich mir die gerade mal mopsen. Mhm. Und dasselbe Spielchen nochmal machen. Ach. Nein, toll. Kritisch? Kritisch, der ist weg. Dann nehme ich meine 4 und mache nochmal 2 Angriffe mit der anderen blauen. Krit. Der ist tot. Und einer. Und ein normal. Und sehr viel auf Inspiration würfeln. Mhm, du hast insgesamt 4 Wunden weggeräumt. Gut, das war UR025. Rein und raus. Ich überlege, ob wir 2 noch was machen. Ich nehme die 2 da hinten. Mhm. Oh, warte mal, wie ist der Reif? 1, 2, 3, 4. Ja, ich nehme die 2 da hinten für eine Teamaktion. Mhm. Jeder von denen bewegt sich 2 Felder auf sein Nikos Feld. Mhm. Hallo, Dayak. Hallo, Andy und Olli. So. Und dann schieße ich mal mit dem Scharfschützengewehr auf diesen Einzelnen. Der nicht in Deckung steht für dich. Der nicht in Deckung steht für mich. Das ist nämlich deine Deckung, die gilt für dich nicht und hier ist keine Linie dazwischen. Also normale Wunde, das heißt tot. So. Wie normale Wunde? Das war ein kritischer Erfolg. Er steht doch in. Ach nein, nee, eben nicht. Der die anderen, die stehen jetzt in Deckung, die übrig gebliebenen 3. Wieso hattest du 2 Würfel rausgenommen? Achso, wegen der Bewegung. Weil ich mich bewegt habe. Mhm. Und jetzt nehme ich noch eine 3 raus für eine zweite Teamaktion. Mhm. Und ich bewege mich 2 Felder. Und jetzt nehme ich eine 5 raus, dann schießen beide einmal mit ihrer schweren Pistole. Deswegen werfe ich direkt 2 Würfel. Krit. Ja,
eine gemacht, einen Crit. Und dann so. Mit meinem letzten Würfel mache ich noch eine Teamaktion und beide schießen mit ihrer schweren Pistole. Crit. Du hast 4 Wunden vor, insgesamt vom Schlachtfeld entfernt. Nicht inspiriert. Ja, das lässt mich ganz schön kalt. Dafür, rein und raus sind durch. Dafür steht der Flammenwerfer-Mensch noch, der kümmert sich dann um deine Lästigkeit. Ja, hättest du nicht den töten können? Esper Locano geht würdevoll nach vorne. Hallo. 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 Dann schaue ich den da streng an. Aber nicht streng genug. Das beeindruckt ihn nicht. Ich schaue ihn nochmal an. Das beeindruckt ihn nicht. Der steht in Deckung, oder? Du hast recht. Ach, also ich weiß nicht, ob der böse Blick auch in Deckung geht, aber offensichtlich hat er dich nicht so ganz gesehen, weil er in Deckung steht. Warte, mentaler Befehl wäre nur bei einer 6 plus. Kann ich nicht verwenden. Ich versuche ein letztes Mal, ihn wütend anzuschauen. Das bringt auch nichts. Und dann baue ich eine Kraftbarriere auf, die mich bis zu meiner, mich und alle, die auf meinem Hexfeld stehen, bis zur nächsten Aktivierung beschützt. Auf deinem Hexfeld. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du runterlaufen wirst, aber schauen wir mal. Vielleicht heile ich mich auch einfach. Möglicherweise, ja. Ja, lass mich tanken. Genau, lass die beiden Halblinge tanken. Halblinge? Halblinge. Gegen den Flammenwerfer. Ja, ich meine, wenn ich mich nicht bewege, kann ich nicht wirklich was reißen. Hast du nicht auch so ein geiles Gewehr? Oder? Ich habe ein Gewehr, ich habe kein geiles Gewehr. Hm. Ah, du schießt 2 Ich könnte mit 3. einem blauen auf den da schießen, aber der ist in Deckung. Ja, aber das wäre eine... Ich versuche erstmal mich zu heilen, okay? Das wäre eine dritte Chance, ihn auszuschalten. Die gibst du den Würfel aus? Und dann warte, ich habe ja noch die... Nee. Führst du einen Vitalitätswurf durch. Okay, dann brauche ich einen violetten Würfel. Du kannst eine Wunde entfernen. Das tue ich. Kann ich das nochmal machen? Mhm. Ja. Dann hast du immer noch die 5. Ja. Auch die Wunde komplett? Hab ich das verschoben gerade? Ja, du hast das verschoben. Sorry. Macht nichts. Und dann nehme ich noch die 5 und versuche, den zu treffen. Mhm. Habe ich dann eine Chance? Also wenn ich einen kritischen mache, dann tue ich ihn weh. Du hast eine dritte Chance. Er hat noch keine Wunde und er verträgt 2. Du hast eine Chance, ihn zu treffen. Ja. Ich habe sie nicht genutzt. Entschuldigung. Schande, Gesundheit, Anselm. Schande über deine Gesundheit. Genieß Gesundheit. Entschuldigung. Florian ist Anführer. Die. Sind die anderen waren schon dran, ja? Die anderen geschalten hier aus. Ja. Ich glaube, ich kriege jetzt ganz schön viel ab. Könnte passieren. Aber das macht nichts, ich würfel einfach scheiße.